könnte. Ich halte dir die Augen zu, damit du die Außenwelt nicht sehen musst. Ein verschlossener Garten, ein versiegelter Quell. Viertens, ich erinnere mich, dass du Holz bist. Der Boden speichert Wärme. Ich schmiege mich ans Weltall. Unsere Landnahmen waren erfolgreich. Die Zeitlosigkeit. Literaturportal Signaturmagazin. Heute am Mikrofon Christian Kühn, ihr schönen guten Abend, und Christa Steigenberger. Hallo. Mein Name ist Armin Steigenberger. Ja, und mit dabei heute zwei Autorinnen per Telefon, Katja Sophia Titzler aus Leipzig, die aktuell in Berlin lebt und gleich nach der Musik zugeschaltet wird. Im dritten Teil der Sendung dann Stefan Schmitzer aus Graz. Und wie immer haben wir wieder ein Stück zur Poetik der Moderne mit Hilda und Christian. Noch einmal zum Thema Bertolt Brecht. Ja, musikalisch gibt es heute Jazz, Jazz Fusion und African Jazz, also Three Flowers of Jazz. Flavors. Flavors, ja. Three Flavors of Jazz, wie ein südafrikanischer Kollege es genannt hat, der auch Literatur macht, nämlich Dumisani Ndubane aus Johannesburg und der heute für uns die Songs ausgewählt hat. Los geht's jetzt gleich mit Smokey Robinson und Cruisin. Note Balkane. Die Vielfalt der Musik und Tradition von Seth Dalinka bis Hip-Hop. Stopp! Das alles gibt's bei Note Balkane jeden zweiten Dienstag im Monat um kurz nach 22 Uhr. Kabarett und Kleinkunst. Auf Lora München. Jeden Freitag von 16 bis 17 Uhr auf UKW 92.4 und von 21 bis 22 Uhr auf DHB Plus. Lora International. Mit der Deutschen Friedens- und Sophia jeweils mit I, Ditzler mit TZ. Ganz herzlichen Dank. Genau. Okay. Vielen Dank und dann geht es jetzt erstmal mit Musik weiter. Genau. Dankeschön. Danke dir. Ciao. Ciao. Dann dauert es noch ein paar Minuten, oder? Seine Vorstellung. Ja, zwei, drei, vier Minuten. Ja, die Musik, alles hören wir es ja. Stefan Schmitzer, den beiden Autorinnen des heutigen Abends. Zur Musikauswahl ein herzliches Dankeschön an Dumisani Ndubane. Im Monat, wo er vor Berlin lebt. Sie arbeitet sehr vielseitig in den Bereichen Literatur, Musik, Film, Performance und beschäftigt sich auch mit Soundcollagen und so weiter. Dazu später mehr. Jetzt hören wir von den ersten beiden längsten Texten. Dienstag, den 17. September um 20 Uhr in der Bibliothek des Literaturhauses. Mein Europa, Gedichte aus dem Tagebuch. Eine Lesung mit Michael Krüger. Und am Mittwoch, den 25. September um 20 Uhr im Saal des Literaturhauses. Flammenbahn, ein Abend mit Marlene Streerowitz.